BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Kommen sollten, der Kanal ist schon eingestellt. Einfach ins Ohr halten. Wenn das Ding ausgehen sollte, einmal auf anschalten. Okay. Hm? Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich hier in Dortmund begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel morgen Abend gegen Nikosia. Ich begrüße wie immer unseren Trainer Peter Bosch und dazu unseren Kapitän Marcel Schmelzer und bitte Sie um Ihre Fragen an beide. Wir fangen an bei Uli Klose von RTL. Bitte, Uli. Frage an beide. Wie enttäuschend ist es gegen Nikosia um Platz 3 und dementsprechend um das Erreichen der Europa League zu spielen, oder gibt es doch noch eine Fantasie, einen Platz im Achtelfinale der Champions League? Also meine Meinung ist, dass wenn das noch nicht vorbei ist, dann muss man daran glauben. Wenn da noch eine Chance ist, wie klein die auch ist, dann muss man dafür gehen. Also das werde ich machen und das wird die Mannschaft auch machen. Aber auch das Spiel morgen ist wichtig für uns. Wir können auch an unserer Spielweise, unsere Vertrauen arbeiten. Also für mich ist das morgen ein ganz wichtiges Spiel. Ist das Gleiche, so wie der Trainer gesagt hat, so denken wir als Mannschaft auch, dass wir immer die Chance im Hinterkopf haben natürlich und deswegen auch morgen das Spiel gewinnen wollen. Weitere Fragen. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Auch eine Frage an beide. Wie ist das Spiel aufgearbeitet worden und wie gehen Sie jetzt in das neue Spiel, in die neue Chance hinein? Erstmal. Ja, natürlich haben wir nach dem Spiel gesprochen, aber das ist ganz normal. Ich denke, das macht man auch, wenn wir Spiele gewonnen haben, haben wir auch am nächsten Tag das Spiel analysiert und es gibt immer Sachen zu besprechen und natürlich gab es jetzt nach dem Hannover-Spiel ein paar mehr, aber das haben wir ganz normal getan, haben es analysiert und so. War es dann so, dass ihr lauter geworden seid, dass ihr euch mal ausgesprochen seid? Wie kann man sich das vorstellen? Weil es ja doch einige Gerüchte gibt. Das würde ich gerne mal von euch hören. Ich habe keine Ahnung, welche Gerüchte, aber wir haben das Spiel normal analysiert, wie wir das immer machen. Und klar, nach das Hannover-Spiel waren einige Sachen, die nicht gut waren. Das war ganz deutlich. Die haben wir besprochen. Wir haben auch gesagt, wie wir das besser machen müssen. Wir haben das trainiert. Also ganz normal. Sebastian Kolzberger von der Bild, bitte. Herr Bosch, Pierre-Emerick Aubameyang war zuletzt ein bisschen formschwach. Wäre vielleicht deswegen morgen Alex Isak eine Alternative für die Startelf? Und wie schaffen Sie es, Ober wieder in die Spur zu kriegen? Also ich glaube vor allen Dingen, das muss Ober selber machen. Er ist ein Spieler, der sehr wichtig war für die Mannschaft die vergangenen Jahre. Das war er auch für uns. Wenn Ober kein Tore schießt, dann, das ist bei allen Stürmern, dann wird Kritik kommen und dann wird man darüber reden. Aber wenn Ober hart arbeitet, wenn die Mannschaft gut spielt, ihm Chance herausspielt, dann wird das wieder gut. Und jede Saison hat alle Stürmer haben ein, zwei, drei Spiele, dass die vielleicht mal nicht treffen. Und das ist jetzt bei Auber so. Aber ich bin sicher, auch wenn ich ihn heute wieder beim Training sah, dann wird das schnell wieder rumgedreht werden. Alex Isak ist keine Option demnach für die Startelf, also Ober vorne drin. Alex ist ein sehr guter Spieler. Und alle guten Spieler haben die Möglichkeit, in die Startelf anzufangen. Alex auch. Gibt es weitere Fragen? Sport 1 hier vorne links. Herr Bosch, viele Experten haben in den letzten Tagen sowas wie einen Plan B von Ihrer Mannschaft gefordert. Haben Sie sowas oder an welchen Schrauben müssen Sie drehen, um die Mannschaft wieder besser hinzukriegen? Klar haben wir einen Plan B. Die haben wir auch, wenn man sich das richtig anschaut, auch mal gesehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gesprochen haben und gearbeitet haben am Plan A. Weil Plan A war nicht richtig gegen Hannover. Wenn wir Plan A sehr gut gemacht haben, dann haben wir auch nicht vielleicht diese Frage bekommen. Also ich habe sehr viel gesprochen und gearbeitet am Plan A. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr.
Bitteschön. Jetzt kommen noch welche. Stefan Wutzko, ESPN. Mr. Bosch, I think Roman Wirki said after the win in Hamburg that in possession your players have to be close to the opponents to be quick in regaining possession after you lose the ball. Against Hanover and Frankfurt, both teams played a man-marking scheme against your team. Do you have to rethink that approach now that your opponents are already very close to your players when you are in possession? Now, obviously, if you look at the beginning of the season where we win our games and we play well, that the opponents are trying to find something different. And they did well. Now it's our turn to find something about these kind of things. It's like chess. Try to think one step ahead, maybe two steps. So it's normal that the opponents think about this, and we have to think about what we have to do. The floor is yours. About his players and also his game, if something you will change in your mind for the game tomorrow? The biggest change will be that we try to win that game, because a draw is not enough. And the most important is that we win tomorrow, that the team work hard and try to play good football. And we again work on our system. That will be important. Anne van Eickels. An Marcel noch mal eine ähnliche Frage. Was habt ihr euch als Mannschaft morgen vorgenommen? Ja, das Gleiche, das ich auch am Anfang schon gesagt habe, dass wir natürlich morgen hier das Spiel gewinnen. Wir haben jetzt 4 Auswärtsspiele gehabt und sind jetzt froh, dass wir auch wieder zu Hause spielen können. Und ich denke auch, dass das Publikum ein gutes Gespür auch dafür wieder finden wird, dass wir die Unterstützung halt auch brauchen, und sowohl morgen als auch am Samstag. Und wie gesagt, darauf freut sich die Mannschaft natürlich, endlich auch wieder zu Hause spielen zu können. Philipp Oppel, BVB Total, auf der rechten Seite in der 6. Reihe, glaube ich. Peter, es haben heute viele Spieler wieder trainiert, die angeschlagen waren. Ömer Toprak, Modaoud zum Beispiel. Sind die alle für morgen einsatzbereit? Ja, alle Spieler, die heute trainiert haben, das waren viele, stimmt. Die sind alle da und sind bereit, morgen da zu sein. Ja. Noch einmal der Blick in die Runde. Gibt es noch eine Frage an beide Herren? Ansonsten möchten wir Sie nicht zwingen. Die letzte Frage von Ihnen. Please use the microphone in front of you, okay? Εντύπωση από την παρουσία του Αποέλ στο πρώτο παιχνίδι. Was sind denn die... Περιμένετε, μισό λεπτό να βάλετε τα ακουστικά. So, jetzt. Was hat Sie beim ersten Spiel beeindruckt, beim Hinspiel von Apoel? Was trauen Sie Apoel morgen zu? Also was wir gesehen haben, ist, dass es für uns ein schwieriges Spiel war in Apoel. Nachher hat Apoel keine guten Resultate gehabt im Meisterschaft. Aber für mich ist es wichtiger, wie wir das machen. Und wir haben Respekt vor dem Gegner. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass BVB morgen ein gutes Spiel macht. Und wir konzentrieren uns auf unsere Spiele. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das Interesse und wünsche insbesondere natürlich unseren Gästen aus Zypern einen schönen Abend bei uns in Dortmund. Bis morgen und tschüss.